Im Minenausbau kann es gut sein, dass man Kleben auf Holz machen muss. Jetzt für das kann es gut sein, dass man ein Fichtenleischchen irgendwo auf eine MDF-Platte kleben muss. Für das haben wir verschiedene Klebstoffe drin. Was meinst du? Sikaflex 111 Stick and Seal würde gute passen. Gute Wahl, würde ich gerade nehmen. Was müssen wir noch machen? Ja, jetzt haben wir doch gehabt, wir brauchen noch Vorbehandlungen. Mhm. Und dafür hätten wir Primer. Wir haben eine Construction-Tabelle für Primer, für die Vorbehandlungen. Da schauen wir, was haben wir bei Holz, beim 111 Stick and Seal. Dort haben wir das 4. Das 4 heisst, entstauben, sie kann Primer 3N auftragen. Primer 3N? Nimmst du mit den 3N raus? Primer 3N. Tipptopp. Jetzt ist wichtig, wenn wir schon mit Chemikalien arbeiten, müssen wir uns auch schützen. Und also, dazu gehören Handschuhe und Brille. Handschuhe und Schutzbrille, ja. Gut. Klebeband zum Abdecken. Etwas zum Putzen. Auch immer wieder relevant. Um den Primer auftragen. Ein Pinsel. Und damit wir jetzt das elastisch kleben können und ein bisschen Fleisch im Knochen haben, weil wenn wir es einfach auf Null verpressen, dann ist das nicht gut, haben wir das Distanzklebband mit 3 mm Schichtstärke. Auch zum Klebstoff ausdrucken brauchen wir Pistolen. Und zum Kartusch öffnen haben wir noch das Messer. Jetzt haben wir hier eine Düse dabei. Die kann man aufschneiden. Wir schneiden sie mal ungefähr 8 an. Kartuschen schneiden wir auf. Et voilà. Und es wäre vorbereitet. Jetzt haben wir aber noch etwas, das man dringend anschauen muss mit euch. Das ist nämlich, ein Primer hat eine gewisse Abläufzeit, oder? Und die Abläufzeit heisst, wir müssen 30 Minuten warten, wenn wir den aufgetragen haben. So. So, Tim, jetzt könnten wir ja direkt eigentlich aus dem Dösel arbeiten. Ist das eine gute Idee? Ich glaube es nicht, wenn du mich so fragst. Wieso? Du hast nachher wahrscheinlich Verschmutzungen drin und kannst ihn nicht mehr brauchen. Genau. Also ich würde auch sagen, der Tim hat da absolut recht. Tun wir ein bisschen umfüllen in ein Becherli, das, was wir brauchen, und den Rest wieder verschliessen. Durch das haben wir dann den Primer immer in guter Qualität, auch wenn wir ihn später wieder brauchen. Und jetzt, wo wollen wir kleben, Tim? Ich würde es schön finden, wenn wir hier den Kanten abkleben würden. Okay, machen. Dann tun wir doch ein bisschen abkleben, weil man sagt ja auch beim Maler, 2/3 der Arbeit ist abkleben und schützen, weil sonst müssen wir es ja nachher dann wieder säubern. Weil Reinigen geht meistens länger als der Rest. Jetzt haben wir gesagt, wir haben noch das Klebeband, das können wir eigentlich am Schluss drauf machen. Die Stelle wollen wir kleben. Dann nehmen wir den Primer, ein bisschen abstreifen. Bringt das da drauf. Was bringt uns da der Primer? Ja, der Primer, der ist eine Art wie ein Haftvermittler. Mhm. Er sorgt dafür, dass wir einen sauberen Kontakt zum Untergrund haben. Okay. Was er auch noch für Vorteil bringt, ist, je nachdem, wenn es ein Untergrund ist, wo könnte etwas ausimmigrieren, schützt er uns auch noch den Klebstoff zusätzlich. Und jetzt müssen wir eine halbe Stunde warten. Jetzt müssen wir eine halbe Stunde warten, Tim. Ja.